Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zum Fußballmanager 13, dem Nachbericht hier. 4:4 gegen Manchester City. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Es ist teilweise echt schon ein Skandal gewesen, fand ich jetzt. Was da in dem Spiel wieder abgelaufen ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Naja, was willst du machen? Können uns ja nicht ewig beschweren. Statistiken werden sicherlich für uns sprechen. Wir hatten deutlich mehr Schüsse, deutlich mehr aufs Tor, mehr Chancen generiert. Wir hatten ein bisschen weniger Ballbesitz, aber ja, wir hätten eigentlich gewinnen müssen. Trotzdem, wir haben jetzt weiterhin die 5 Punkte Vorsprung. Das ist okay, aber es hätten halt, wie gesagt, 8 Punkte sein können. Und damit wäre das eigentlich... ja, wäre das eigentlich schon entschieden gewesen, das Meisterrennen. So bleibt es nochmal spannend, genauso wie in der Champions League mit Chelsea. Wir haben 3-0 geführt, dann wäre es entschieden gewesen. Und dann 3-2 und so ist es auch nochmal spannend. Also das Spiel will, dass hier Spannung drin ist im Let's Play. Das Spiel war aber hektisch, war geprägt von Ballverlusten, von Chancen auf beiden Seiten. Entwickelt mit einem Punkt können wir nicht zufrieden sein, aber es hat sich der Trend verfestigt, dass wir homogener werden. Tja, Spieltagsstatistik in der 11 der Woche, von uns mal wieder keiner, wir werden halt nicht so gern da reingenommen. Stattdessen wird ein Özil in den Sturm gestellt, aber gut, Suarez hätte ich heute auch nicht aufgestellt, der hat mich zur Weißglut getrieben, der Kerl. Ja gut, jetzt hier der Nachbericht, dann die Sofortberechnung gegen die Queen's Park Rangers und dann beende ich entweder die Aufnahmesession. Will jetzt, wie gesagt, nicht so weit vorproduzieren, da ich auch noch heute RB Leipzig aufnehmen muss. Nicht muss, aber möchte, da da auch die Folgen langsam auslaufen. So, gucken wir uns mal im Kalender das Ganze an. Queen's Park Rangers wird, wie gesagt, simuliert. Dann in der Liga gegen Chelsea, dann nehmen wir noch live mit, live, das wären 3 Live-Spiele, das muss ich auf jeden Fall in der neuen Aufnahmesession machen. Wir machen jetzt noch diesen Part hier und dann hat sich das, würde ich sagen. Kleine Aufnahmesession, aber ich muss hier in kleinen Schritten erstmal vorwärts gehen. So. Transfers, bla bla bla. Kann ich auch mal gucken, was bei uns an Transfers gemacht wurde. Ach so, wir haben kein Geld mehr zum Ausbauen. Dann lassen wir das. Baukosten 110. Ja, dann lassen wir es definitiv. So. Zukünftige Wechsel, Dani Alves und Weiser kommen. Okay. Beide ablösefrei. Gucken wir mal, auslaufen, 50. Gut, Johnson, Pantelic, Brown. Ist nicht so besonders. Thomas Buffel, Ivo Rodriguez, Claudio Pizarro und Xavi. Aber da braucht man keinen von, definitiv nicht. So, Queen's Park Rangers, das sollte man eigentlich schon gewinnen, auch wenn wir das in der Sofortberechnung machen. Hinspiel 1:1, war jetzt ja nicht so berauschend. Auf jeden Fall spielt jetzt erstmal Kevin Trapp, auch wenn er schwächer ist als Zieler, aber das ging mir dann doch so ein bisschen ans Herz. Henderson ist noch zu schwach. Sakho kommt rein für Benatia, der aber eigentlich ganz gut gespielt hat. Isco, Coutinho, da müssen wir nichts ändern. Wir bringen Balotelli mal für Suarez. Oder nee, lassen Suarez drin, geben ihm noch eine Chance. So, würde ich sagen, öffnen wir die Taktik. Sagen, wir kümmern uns besonders um Troy Deeney.
Ich suche gerade einen Spieler. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den gerade richtig geschrieben habe. Vielleicht sollte ich da mal nach Alter sortieren, dann finde ich den eher. Wie wird der denn geschrieben? Alter, 73, alles klar. Wie wird der denn geschrieben? Verdammt. Nee, der ist nicht dabei. Wie weit geht das hier runter in unserer Ligenstatistik? England, Skybet Championship. Ich meine, sein Verein ist gerade auch nicht dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Luke Shaw bei Brentford, alles klar. Naja. Machst du jetzt nichts, würde ich sagen, gehen wir mal rein in das Spiel. Gehen wir einfach mal rein. Sofortberechnung. Ein Remis schaffen wir mindestens. 1 zu 0 De Bruyne, 1 zu 1 durch Diney. Suarez mit dem 2 zu 1 Vorlage Reus. Hier und heute gibt es nur den Sieg, das wäre wunderschön. So, Note 5, Subotic kommt raus. Note 4, Khedira kommt raus. Und Sakho muss dann auch raus. Das geht ja so nicht, ne? So, weiter geht's mit der lustigen Fahrt. Stones sieht als Innenverteidiger gelb. Sandro, Trabt, Onua. 2-1 Sieg. Wunderschön. 3 Punkte sind schon mal wichtig. Statistiken gehen eigentlich auch klar. Die anderen Ergebnisse waren: Arsenal gewinnt 2-0. Tottenham gewinnt 2-0. Everton gewinnt das Derby gegen United. Chelsea gewinnt und Manchester spielt unentschieden. Dadurch haben wir 6 Punkte Vorsprung vor Manchester. Sieht doch wunderbar aus. Das sieht doch wunderbar aus, der Spieltag. Hat sich doch nochmal gelohnt hier zum Ende der Aufnahmesession. Dann kann man auf jeden Fall mal beruhigter in das Chelsea-Spiel gehen. Während die Musik hier etwas rockiger wird, Freunde. Tore von Agüero. Ist nicht schlecht, ne? Gerrard hat Trainingsziel erreicht, aber es ist vollkommen wurscht. Schade, dass wir die Legende nicht irgendwie halten konnten. Dann hätte ich den natürlich eingesetzt. Ja, jetzt hier die Prognosen. Meister wird wohl laut Prognose der FC Liverpool. Im Spiel gegen Chelsea wird uns ein 0 zu 0 vorhergesagt. Im Spiel gegen Crystal Palace ein 3 zu 1 und zum Abschluss ein 2 zu 1 gegen Newcastle könnte ich mit leben. 2 Siege, ein Unentschieden gegen Chelsea, ja, das wäre okay. So, gegen Chelsea. Natürlich Rivalen Subotic schlecht in Form. Dafür nehmen wir den Lovren mit, der dann auch den Vorzug vor Benatia erhält. Trapp bleibt auf jeden Fall im Tor.
Bellerin immer noch ausgezeichnet in Form, aber ich kann halt nicht spielen lassen. Wir haben zu viele hier. Stones kommt auf jeden Fall für Mankilo rein. Der bleibt ja so und so bei uns. So, Suarez ist immer noch zu gut. Dann machen wir hier noch das bisschen Management drumherum. Bereiten uns vor, dass ich in der nächsten Aufnahmesession dann möglichst einfaches Spiel habe. Den Meisterschal entwickeln wir natürlich. Was bauen können wir diese Saison, wie gesagt, nicht mehr. Aber ich denke, wir haben auch genug für die Infrastruktur gemacht. Das sollte schon passen. So, Nasri, dann mit den meisten können wir nicht reden. Das ist ja sehr unerfreulich. Sturridge, Sakko, Lovren, Stones, Barclay. Also wir sind definitiv auf Meisterkurs. Stand jetzt sieht das wunderbar aus. Einen Titel haben wir ja schon gewonnen. In der Champions League haben wir auch 3:2 Führung. Nur der Budweiser FA Budweiser Cup steht noch in den Sternen, wie wir uns da gegen Chelsea schlagen. Aber bisher waren wir ja immer da, wenn es wichtig war, in den größten Teilen. Ich bin da guter Dinge. Der Kader ist breit genug, auch wenn ich den einen oder anderen noch gern ersetzt hätte. Aber es sieht ganz gut aus im Kader, finde ich. Kann sich durchaus sehen lassen. Die Breite stimmt, Tiefe stimmt, aber auch die Klasse an der Spitze ist in Ordnung. Von daher ist das alles wunderbar. Ich glaube, als Liverpooler könnte man gerade nicht glücklicherer sein. Liam Terry haben wir für dich vielleicht noch? Nee, haben wir keinen. Gerrard ist nicht so ganz so tragisch. Sterling kriegt hier direkt 2 neue Trainingsziele. Einmal die Ballons und einmal hier oben Volleys. So. Subotic kriegt auch ein neues Trainingsziel. 66. 66. Ja, sieht gut aus. Zack, zack, zack. Bisschen Dribbling für den Subotic. Der hat ja schon ein gutes Dribbling gesetzt gegen Manchester City. Hat leider zu nichts gereicht, aber war trotzdem sensationell. So, hier haben wir jetzt wieder einen talentierten Torwart dazu bekommen. Das ist immer schön. Auch wenn der noch recht schwach auf der Brust ist. Aber das kriegen wir hin. Er ist ja 15. Da hat er noch ein bisschen Zeit zu wachsen. So. Ja, wie gesagt, schreibt doch mal, wie ihr die Musik im Hintergrund findet. Ist das okay? Ist die zu laut, zu leise? Vom Geschmack her gut Unterschiedliches dabei? Oder sagt ihr, ich will mehr dieses, mehr das, mehr jenes, mehr solches? Da mal so ein bisschen mir auf die Sprünge helfen. Ich mache ja nur nach meinem Willen quasi, wie ich so denke, was gut sein könnte, aber im Endeffekt entscheidet ihr dann. So, ich werde auch dann demnächst nochmal nach neuen Stücken suchen, neuen Stücken gucken. Ansonsten könnt ihr auch gern mal schreiben. Ich blende jetzt hier mal die ganzen Spieler ein, die wir haben, sortiert nach Marktwert, welche Spieler wir behalten sollen, welche weg können. Vielleicht sollten wir uns hier um Mankilo bemühen, denn in der nächsten Aufnahmesession wird sich dann zeigen, ob wir die Kaufoption ziehen sollen oder nicht. Könnt ihr mal schreiben, sollen wir den holen oder sagt er, lass den ziehen. Nächste Saison kommt Dani Alves, dahinter haben wir dann den guten Stones, das reicht locker. Und zu guter Letzt haben wir ja immer noch einen Bellerin, also müsste man eigentlich mal ein Kilo ziehen können. Aber wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten Skirtle, Sergi Roberto, Luca, Lallana, was haben wir noch? Einfach mal schreiben, was ihr denkt, wer weg kann, wer weg sollte, wer so überhaupt nicht ins Team passt und natürlich auch zu guter Letzt, wen ihr gern im Team sehen würdet. Da allerdings auch bedenken, wir haben... Ja gut, wie es nächste Jahr das Saisonbudget aussieht, weiß ich nicht, aber bitte realistisch bleiben und keinen Messi fordern, den können wir uns nicht leisten.
Also da einfach mal aktiv werden. Zudem kommen ja ein paar Leihspieler zurück, die vielleicht auch vielversprechend sind. Da wären zum einen, wir sortieren mal nach Position, Coates werde ich sicherlich verkaufen, genauso wie Ilori, auch wenn der jung und vielversprechend ist. Flanagan vielleicht nochmal ein Jahr verleihen zu einem guten Verein. Bei Leicester City hat er ja gut ordentlich gespielt. Harry Wilson definitiv verleihen, genau wie Chirivella. Aspas wird verkauft, Alberto wird verkauft, Ibe wird verliehen zu einem Verein, bei dem er spielen wird. Obwohl wir ja gesehen haben, dass Brentford in der Liga dabei ist. Also der müsste eigentlich spielen. Ojo wird auch nochmal verliehen. Canos auch verliehen. Und Origi definitiv auch nochmal verliehen. Und ich denke, dann haben wir eine schlagkräftige Truppe eigentlich. Aber ihr könnt es ja mal schreiben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Unterstützt mich sehr und ich sehe, ihr habt Bock auf mehr. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Wie gesagt, ich habe euch ja gerade einige Ansätze geliefert. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Wäre nett, wenn ihr mich euren Freunden empfehlen würdet, das Video auf Facebook, Twitter und sonst wo teilt. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part. Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt und kein Video verpassen wollt. Und nun habt schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.